Herzlich willkommen hier im Landratsamt in Wunsiedel. Ich bin heute hier beim Tag der offenen Tür. Und wie ihr schon sehen könnt, ich stehe hier an unserem NOBA-TV-Stand. Auch wir haben uns hier heute vorgestellt, nämlich unsere Jugendmedienarbeit und unsere Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Wunsiedel. Auch unsere Kamera war heute wieder kräftig unterwegs. Und was ihr hier alles noch erleben konntet, das seht ihr jetzt. Ja, herzlichen Dank dem Schulchor der Realschule in Wunsiedel. Ihr habt hier wunderbar eingeführt und auch unserer Blasmusik. Ich sehe es, ihr habt also hier sehr viele Menschen zusammengetrommelt, die hier dabei sein wollen heute zu diesem Festakt. Herzlich willkommen Ihnen allen. Meine Damen und Herren, Sie merken schon, wir haben hier Übersetzung, wir sind heute international. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Präsident Lastovica mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus Ungarn, aus Westbrem und natürlich auch ganz, ganz herzlich Ismail Uygur mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus Torbele, aus unseren beiden Partnerregionen. Es ist természtlich, wie hallani már abból, hogy fordítások történnek. Hogy ez egy nemzetközi nap, ha úgy tetszik. Jelen vannak a magyar partnereink, Lastovica elnök úr és delegációja vezetésével. Először is szeretnénk megköszönni azt a lehetőséget, amit török barátaink már két éve megkaptak, hogy itt a Wunsiedelbe a hivatal elé egy kis Törökországot varázsoljanak, mi egy kis Veszprém megyét varázsolhattunk. Zuerst herzlichen Dank dafür, dass die türkische Freunde eigentlich vor zwei Jahren schon die Möglichkeit bekommen haben, einen türkischen Garten zu bauen, mit unserer Hilfe. Aber diesmal haben wir die Möglichkeit, was wir ausgenutzt haben, und einen schönen Garten hier gebaut. Sie sehen, die Lagen sind schon etwas weiter gewachsen und unseren Gedanken bei deiner Stadt. Es zeigt, dass unsere Freundschaft gewachsen ist, über diese vielen, vielen Jahre immer größer geworden ist. Und vor allen Dingen zeigt es auch jetzt die Verbundenheit unserer Region mit unseren türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die hier bei uns sehen. Auch unsere türkischen Mitbürger freuen sich sehr über den Brunnen. Es ist ein großes Symbol der Integration hier bei uns in unserer Region. Und es ist einfach ein ganz großartiges Symbol. Nochmals herzlichen Dank. I'm
Mandarabelle, sehr gut, das schauen wir mal nach. Eine Mandarine ist auch kein kleiner roter Ball. Ja, du kannst ja Obst zaubern, ey. Das ist ja praktisch zu Hause. Ja? Da könnt ihr Obstsalat machen. Ne? Aber sauer macht lustig. Ja, das ist ja ganz super toll. Wisst ihr was? Da machen wir einen riesen Applaus für meine Assistentin. Und Obstzauberin. Eine super Belohnung von mir. Jetzt geht's los. Achtung, gib mir mal den gelben. Gib mir mal den runden. Hier, halt mal. Gib mir mal den runden. Ja, halt mal. Nee, gib mir mal den gelben. Ja. Moment, den schwarzen brauche ich das erst. Ja, jetzt kommt er durcheinander. Jetzt Kopf anmelden, Kopf hoch. Ja, hey, festhalten. Ja, okay. Das ist Spezialanfertigung, die gibt es nur für dich, weil du so toll jongliert hast. Okay? Da machen wir erstmal den hier drauf. Schau mal her. Da sieht man gleich, du bist Fußballfan. Ja. Da sind die Fußbälle drauf. Das hat keiner von euch. Ja. Er ist auch ein Fußballfan, genau. Im Fußballverein, was spielst du denn? Was? Abwehr! Gut, brauchen wir. Kriegen. So, schau her. So und so. Und dann musst du den Hut so aufsetzen und dann sieht man gleich hier, du bist der Fußballfan, okay? Applaus für unseren Jongleurmeister! Liebe Gäste, sehen Sie nun eine Showtanz an Tanzeinlage der Kraftwerkgruppe 19. So, ich stehe jetzt hier mit dem Landrat, Herrn Dr. Döhler. Herr Döhler, ein Tag der offenen Tür im Landratsamt Wunsiedel. Wieso veranstaltet man sowas? Es ist einfach wichtig, dass wir uns auch noch bekannt machen und vor allen Dingen, was wir alles an Dienstleistungen bieten. Und es soll auch zeigen, wie viele Vereine, Organisationen, Schulen bei uns unglaublich engagiert sind. Und das hat man heute wieder gesehen. Ich bin einfach stolz auf diese Region und vor allen Dingen auf die Menschen in dieser Region. Und was konnte man hier heute dann so sehen, wenn man hier hingekommen ist?
Es waren viele Hilfsorganisationen bei uns da, es waren viele Vereine hier, die eben angeboten haben, was dort bei ihnen alles passiert, ob jetzt Handball oder Eishockey oder Tanzen und. Und dann natürlich auch, was wir im Amt, in unserem Landratsamt alles anbieten an Dienstleistungen, die gesamte Palette. Und von den Schulen waren auch sehr viele da, die zum Beispiel jetzt gerade draußen, Steinzentrum ist immer noch beim Arbeiten, da will jeder seinen Namen in Stein klopfen. Es hat einfach unheimlich viel Freude bereitet zu sehen, wie die Menschen sich hier sehr interessiert an diesem Tag in unserem und um unserem Landratsamt vergnügt haben. Und dann sehr interessiert auch weitergebildet haben und gesehen haben, was es alles gibt. Das heißt, es wird quasi auch demnächst wieder Tag der offenen Tür geben. Es ist natürlich schon sehr viel Arbeit, sowas vorzubereiten. Einmal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt, aber natürlich noch mehr für die Organisationen und Vereine und Schulen, die alle hier mit unterstützt haben. Es wird sicherlich nicht jedes Jahr passieren, aber vielleicht mal zu unserem 30-jährigen Jubiläum in 3 Jahren können wir wieder sicherlich drüber nachdenken. Okay, danke schön. Bitte schön. People have some kind of flavour of this experience contemporary art on the street, which is, doesn't happen every, often it happens in art galleries, you know, with glasses of champagne and things like that. But you know, I'm very interested in doing things that engage people. Yeah. They can also see it, they might not understand it, but they're curious. So this is that's why the bigger challenge is to do it in a foreign country. that's important that the people are curious. Yeah, totally. For you, so we have to see what's going on and now they see how it will be done. Sure, I mean, also, they can take their own meaning and understanding away. So this is all the art subject. I have my reason. But how they see their town, how this affects their town is very good.